Irgendwo hier auf dem Gelände entstehen die Geschichten rund um Tessa, Silvia, Felix und die anderen. Aber wo? Tja, vielleicht frage ich einfach mal einen der Pförtner. Kommt mal mit. Hallo. Ich wollte mal wissen, wie komme ich eigentlich zu Schloss Einstein? Am besten hier geradeaus und dann die nächste nach rechts. Okay, vielen Dank. Aber bis ich da bin, verrate ich euch schon mal, was es heute alles bei uns zu sehen gibt. Wir zeigen euch heute, wie Kulissen gebaut werden. Ihr bekommt den Trickbox-Trickfilm Robby und Tippo zu sehen. Und außerdem haben wir noch einen extra langen Filmtipp zum Festival Berlinale für euch. Ich baue ein Schloss. Ich baue ein Schloss. Ich baue ein Schloss. Ich baue ein Schloss. Ein Schloss. Ein Schloss. Ein Schloss. Komisch. Als die Pförtnerin das erklärt hat, klang es doch eigentlich ganz einfach. Aber ich habe hier weit und breit kein Schloss gesehen. Oder habt ihr irgendwas entdeckt? Guck mal da, Jürgen. Das ist vielleicht eine Spur. Aber wie ein Schloss sieht das doch im Leben nicht aus. Naja, fragen kann man ja mal. Kommt mit. Ah, halt! Endlich mal jemanden, den ich fragen kann. Hallo, Juri. Hallo, gehörst du zu Schloss Einstein? Genau. Ich bin Robert Bachmann und ich bin hier der Aufnahmeleiter. Und was macht man da als Aufnahmeleiter? Das heißt, ich setze die Drehbücher, die wir hier bekommen, in Drehpläne um. Was genau bedeutet, dass ich festlege, wo, wann, an welchem Ort wir mit wem drehen. Ich habe hier alles abgesucht. Wo wird denn die Serie nun eigentlich gedreht? Ja, dafür haben wir zwei große Studios hier. Und wenn du willst, dann zeige ich dir die mal. Oh ja, das wäre klasse. Na dann. So, da wären wir. Die Eingangshalle vom Schloss Einstein. Genau. Und da hinten ist die Mensa und da drüben, da ist ein Klassenzimmer. Ist ja wirklich verrückt. Man hat das Gefühl, man ist im Schloss Einstein, dabei ist man es gar nicht. Das ist der Sinn. Sind das eigentlich echte Räume da hinten? Nein, das sind es nicht. Die haben wir alle nur nachgebaut. Und wie man das wunderschön sehen kann, sind das Kulissen. Oben ist das alles offen. Aha. Und diese Kulissen, wo kommen die her? Die bauen wir hier bei uns im Hause selbst. Das macht der Winfried Henkes. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja mal ansehen. Oh, das wäre klasse. Wo ist denn das? Geht einfach dahin lang und dann seht ihr ihn schon. Alles klar, danke. Also, die Richtung, wir schauen uns mal an, wie die Kulissen gebaut werden. Also hier irgendwo soll die Werkstatt sein, wo die Kulissen angefertigt werden. Aha, da steht es, Kulissenwerkstatt. Hier arbeitet also Winfried, der mir zeigen kann, wie die Kulissen gebaut werden. Da ist er ja. Aber warum schiebt Winfried denn diese riesige Holzwand durch die Gegend? Ja, um fürs Fernsehen einen Raum entstehen zu lassen, braucht man mindestens drei Wände. Und deswegen schieben wir diese Stellwände hier zusammen. Aber woher weiß er denn, wie die fertigen Wände aussehen sollen? Wie die Kulisse aussehen soll, wenn sie fertig ist, entnehme ich den Plan des Szenenbildners. Die Wände werden blau. Der Teppich wird rot mit einer Größe von 3x3 Metern. Vor dem Fenster hängt eine gelbe Jalousie. Alle Farben sind exakt mit Farbnummern festgelegt. Hinter dem Fenster steht ein Rücksetzer mit einer Landschaftsmalerei. Ansonsten enthält der Plan alle Details, um ein Zimmer komplett fertig einzurichten. Und genau nach diesem Plan streichen die Bühnenbauer dann die Wände, verlegen Teppichboden und hängen Bilder, Jalousie und Dekoration auf. Aber ich finde, irgendwas fehlt immer noch in dem Raum. Ja, weil ein Raum nicht nur aus Wänden mit Bildern besteht, kommt noch die entsprechende Einrichtung dazu. Und erst wenn alle Möbel eingebaut sind, ist die Kulisse fertig. Na, dann will ich mir mal anschauen, wie die Kulissen am Set so aussehen. Das ist also das Lehrerzimmer und das hier das Foyer. Was mich aber noch so richtig interessiert ist, wie so ein Internatszimmer gebaut ist. Aha. So sieht also ein typisches Zimmer im Schloss Einstein in echt aus. Ich will doch mal wissen, was man da eigentlich sieht, wenn man aus dem Fenster schaut. Naja, hätte ich mir ja denken können.
alles nur Kulisse. Oh, ich glaube, da hinten wird gerade eine Szene gedreht. Nichts wie hin. Die Kulissenbauer haben auch diese alte Lagerhalle gebaut. Nur noch ein bisschen die Scheinwerfer ausrichten, dann kann es hier schon losgehen. Praktisch so eine Studiokulisse. Erstmal ist aber Probe. Gut, dann gehen wir nochmal auf Anfang. Doch bevor die Aufnahmen beginnen, habe ich noch ein paar Fragen. Kann ich mal kurz stören? Du bist doch Renata Kaye, eine der Regisseurinnen, ne? Hallo Juri, hallo. Hallo, Tag. Sag mal, wir haben gerade gesehen, wie eure Kulissen gebaut werden. Und ich habe mich gefragt, warum geht ihr eigentlich nicht in ein echtes Schloss und dreht in den realen Räumen? Warum baut ihr hier alles so mühsam nach? Also in einem echten Schloss zu drehen wäre total kompliziert. Da braucht man Drehgenehmigungen, dann müsste Licht eingebaut werden. Das ist im richtigen Schloss sehr, sehr schwierig. Deshalb haben wir hier also die Möglichkeiten, in gebauten Kulissen Licht zu hängen. Dann guckt euch die Böden an, die sind also ganz flach, dass man hier mit den Kameras fahren kann. Mhm. Das wäre auch im richtigen Schloss, zum Beispiel mit Parkettboden, ganz kompliziert. Aber manchmal geht ihr ja trotzdem nach draußen, ne? Ja, weil wir natürlich nicht alle Drehorte hier im Schloss haben. Deshalb müssen wir auch manchmal in anderen Dekorationen oder an anderen Drehorten drehen. Könnte ich denn auch mal bei so einem Außendreh da irgendwie mit dabei sein, meinst du? Ja, kein Problem. Aber ich glaube, wir müssen los. Es geht hier gleich weiter. Okay, gut. Ja, dann schaue ich erstmal ein bisschen weiter zu. Okay, tschüss. Gut. Dann wird also doch nicht alles im Studio gedreht, sondern ein bisschen auch draußen. Da ist dann sicher auch das Schloss. Hier geht jetzt alles ganz schnell. Zwei Kameras nehmen die Szene auf und übertragen die Bilder auf Monitore draußen auf dem Studioflur. So kann sich die Regisseurin alles genau ansehen. Bis die nächste Szene dran ist, kann ich fix mal mit den Darstellern reden. Ah, hi Mara, hi Sammy. Ihr habt gerade Drehpause. Habt ihr kurz Zeit? Ja. Ich habe ja gesehen, ihr habt heute mal kuschelig im Warmen gedreht. Das ist nicht immer so. Manchmal dreht ihr auch draußen. Was ist euch eigentlich lieber, Innendreh oder Außendreh? Das ist wetterbedingt. Also wenn es draußen regnet, macht es nicht so besonders viel Spaß. Oder wenn es Minusgrade sind, dann ist es auch mal kalt. Aber wenn es jetzt irgendwie Sommer ist oder so, dann ist das Studio immer auch sehr heiß. Und dann ist es draußen viel schöner. Jetzt haben wir gesehen, alles sind Kulissen unten. Alles ist aufgebaut, da fehlt zum Teil die Decke. Manche Räume haben nur zwei Wände. Ist es schwer für euch, sich in so einer Umgebung in eure Rolle einzufinden? Nein, denn wenn wir zu Hause drehen würden, wären wir ja wir selbst, aber nicht unsere Rolle. Und das ist ja sozusagen wie zu Hause von den Einstein-Kids. Ich muss ja sagen, am Anfang war ich ein bisschen dusselig. Ich habe gedacht, ihr dreht in einem echten Schloss. Wie war das denn bei euch? Habt ihr am Anfang auch gedacht, als ihr noch nicht hier gearbeitet habt, dass Schloss Einstein wirklich in einem Schloss aufgenommen wird? Ja. Also ich wusste zwar schon ungefähr, dass es noch Studios gibt, aber irgendwie dachte man das schon, weil man das Schloss immer von außen gesehen hat und dann auch mal so Sachen auf dem Hof. Und dann, als man dann herkam, dann wurde einem gesagt, du, mit Schloss ist hier wirklich gar nicht. Also es schon. Sag mal, apropos Schloss, wo steht das nun eigentlich? Oh, da fragen wir lieber unseren Produktionsleiter. Ist der da draußen irgendwo? Ja, ja. Alles klar. Dann vielen Dank und schönen Dreh noch, ja? Okay. Tschüss, mach's gut. Hallo, du bist Peter Rotkopf, der Produktionsleiter. Richtig, Juri. Hallo, sag mal, du kannst uns doch bestimmt verraten, wo das richtige Schloss Einstein steht. Da kann ich dir weiterhelfen. Das ist leider hier nicht auf dem Studiogelände. Das ist circa eine Viertelstunde entfernt in Berlin, das Schloss Grunewald. Sag mal, wann wird da eigentlich das nächste Mal gedreht? Nächste Mal gedreht? Lass mich mal schauen. Warte mal, ich habe ja gerade die Dispo bekommen. Ja, morgen um 15.30 Uhr drehen wir da auf dem Schlosshof. Oh, prima, dann gehen wir da hin. Okay. Morgen schauen wir uns das an. Leute, keine Panik, ich check die Lage, wir kämpfen der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgens. Ah, lange gesucht, endlich gefunden. Das ist das Schloss Einstein. Mann, bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Aber es sieht irgendwie ganz schön klein aus. Also im Fernsehen wirkt es immer so groß und mächtig. Hier ist schon einiges los. Ich würde sagen, wir schauen mal zu. Ich baue ein Schloss. Das ist der Trick bei Schloss Einstein. Alle Szenen, die drin spielen, werden im Studio gedreht. Und die Außenszenen ganz woanders, nämlich hier. Das Jagdschloss Grunewald ist normalerweise ein Museum. Klar, dass man da nicht so einfach losdrehen kann wie im Studio. Wie ihr seht, super Wetter ist heute nicht und hier gibt es auch keine fest eingebauten Studiolampen, sondern hier muss man jedes Mal mit der ganzen Technik ankommen und sie auch jedes Mal aufs Neue aufbauen. Oh, halt euch bitte alle, meine Kameraprobe. Und bitte,